Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Moin, Mosche, wie man in Frankfurt sagt. Ah, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Ist das schön, endlich wieder Moin Moin, morgens. Energie. Oh Leute, ich sag euch, das waren vielleicht ein paar Wochen. Das ist schon echt eine Weile her, dass ich hier war. Ich glaube, letztes Jahr. Frohes Neues. Wie war Silvester? Was geht bei euch zu Hause? Wo schaut ihr gerade? Es sind so viele Fragen, die geklärt werden müssen. Ich habe auch schon einen Hashtag gemacht auf Twitter. Und irgendwo war hier auch der Chat. Ich habe mir gedacht, ich kann ja auch mal häufiger in den Chat gucken. Das sind die Treuesten der Treuen. Und irgendwie finden die hier viel zu wenig Anklang. Ja, da sehen wir sie. Ihr seht es geht ab im Chat. Es überschlägt sich förmlich. Wow. Vielleicht habt ihr ja auch mal eine Anregung im Chat. Das ist der Superchat. Das heißt, es ist egal, ob ihr bei Twitch seid oder bei YouTube. Und dann gucken wir mal, worüber wir heute reden. Ich habe wie immer viel vorbereitet und freue mich tatsächlich wieder mal hier zu sein. Ich hatte in der Zeit, in der ich offline war, hatte ich so 10.000 Themen, wo ich immer gedacht habe, wenn mal wieder Moin Moin ist, dann werde ich das mal zur Sprache bringen. Alles weg. Es ist alles weg. Das Spektakulärste in meinem Leben, was sich in der letzten Zeit ergeben hat, ist, dass ich nach 4 Jahren, die ich jetzt in meiner Wohnung wohne, hier in der Einwohnung, in der ich jetzt wohne, habe ich mir einen Duschvorhang gekauft. Mit so einer Teleskopstange. Also die Badewanne ist so ein bisschen. Ich habe gedacht, irgendwie so, das passte alles nicht. Ich habe erst so eins um die Ecke Ding, so eine Stange, die so um die Ecke geht von der Badewanne. Und es war zu kompliziert zum Anbringen. Und dann habe ich das ganze Thema verworfen. Und wie so oft im Leben, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann kommt man zur Vernunft. Und der Leidensdruck in dem Fall war einfach, dass jedes Mal das Bad überschwemmt war. Meine Frau hat dann gesagt, also wenn ich dusche, dann ist das Bad nicht überschwemmt. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich 2,20 Meter groß bin. Und wenn die Dusche hier oben schon anfängt zu duschen, ja, dann ist natürlich, das ist ja Physik, dann geht ja der Strahl, der wird ja immer breiter. Das heißt, wenn er unten ankommt am Badewannenrand, dann geht da halt was drüber. Wenn du nur 1,50 groß bist, das heißt so quasi, naja, halt einen halben Meter über dem Badewannenrand, dann ist der Strahl noch relativ schmal und kann deshalb nicht so leicht über den Rand schwappen. Es ist also einfach auch eine Frage der Körpergröße. Das ist genau so, wieso brauchst du immer 4 Handtücher? Ich brauche immer nur 1 Handtuch. Das liegt daran, dass ich Haare habe. Männer haben Haare, liebe Frauen. An Stellen, wo man sie vielleicht gar nicht so sehr vermutet. Und deshalb müssen wir mehr abtrocknen. Wir brauchen einfach mehr Handtücher. Ist auch eine Wohlfühlsache. Wenn man direkt aus der Dusche steigt und der Wind dann so die nasse Haut berührt, das ist ja auch immer ein bisschen unangenehm. Deshalb muss ich immer alle nassen Stellen so ein bisschen noch abdecken, wie so ein Cape. Das ist alles nicht so einfach. Hey Chat, was geht ab, Leute? Freut mich. Am Rücken zum Beispiel, was? Ich habe gar nicht gelesen. Apropos Rücken, ey Leute, ich sag euch was. Ich habe es ist eine längere Geschichte. Ich habe heute einen Orthopädentermin. Und das war ganz geil. Ich war gestern beim Kinderarzt. Ach ja, noch eine coole Sache, die passiert ist. Ich habe noch ein Kind gekriegt. Aber mainly der Duschvorhang. Dankeschön. Und da waren wir bei der sogenannten U3. Ne? Das ist eine U-Bahn, wo man sein Kind reinlegt. Es fährt dann einmal durch Hamburg und wenn es wieder da ist, dann ist es gesund. Nein, U3 ist die quasi Untersuchung nach 4 bis 5 Wochen. 4 bis 6 Wochen geht man zum Kinderarzt, lässt checken von einer professionellen Stelle, ob das Kind noch am Leben ist und alles in Ordnung ist. Und da waren wir beim Kinderarzt. Und beim Kinderarzt habe ich gedacht, weißt du was, Eddie? Weißt du was? Heute nimmst du mal die Treppe. Und es war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich nehme also die Treppe und stellt sich heraus, dass im Stockwerk unter den Kinderärzten im gleichen Gebäude ein nagelneuer Orthopäde aufgemacht hat. Eine ganz neue Praxis. Und das habe ich noch nie erlebt. Das ist wie so ein Pop-up-Shop von irgendwelchen geilen fancy Sachen. Nur mit Orthopädie. Ich war richtig begeistert. Bin direkt rein, weil ich habe wirklich krasse Rückenschmerzen mittlerweile. Es zieht bis in die Arschbacke, bis ins Knie rein. Es ist wirklich
wie ich schon sagte, der Leidensdruck ist so hoch mittlerweile, dass ich mich entschlossen habe, was dagegen zu tun. Deshalb habe ich auch morgen, und das ist kein Witz, einen Termin bei der Akupunktur. Weil ich mir gedacht habe, es gibt ja nachweislich Sachen, die bei Rückenschmerzen und Rückenproblemen helfen. Das wäre Sport und sowas. Aber ich habe mir gedacht, ich schöpfe erstmal jede andere Form von Behandlung aus, bevor ich mich der widme, von der man bewiesenermaßen weiß, dass sie hilft, nämlich Bewegung. Und deshalb habe ich morgen noch mal so, chinesische Allgemeinmedizin, Akupunktur. Ich glaube ja überhaupt nicht an so einen Kram eigentlich. Ne? Da bin ich ja echt konservativ. Wenn keine Chemie in der Tablette ist, will ich sie eigentlich gar nicht essen. Aber dann habe ich so von ein paar Leuten gehört, ja, ich hatte hier auch so Kniescheibe und so, und dann war ich mal bei der Akupunktur und seitdem kann ich fliegen und so Geschichten. Und dann habe ich gedacht, ja komm, weißt du was, probier's einfach mal aus. Probierst du es einfach mal aus. Ich bin einfach auch so ein YOLO-Typ, der einfach mal Sachen probiert. Ja? Die meisten Menschen haben ihren Rhythmus, ihren Arbeitsrhythmus, ihren Lebensrhythmus, die bleiben da, da ändert sich nie was, kaufen immer beim gleichen Bäcker, kaufen immer beim gleichen Metzger, es ist immer der gleiche Weg zur Arbeit. Dann habe ich gesagt, nein, habe ich gesagt. Dieser Etienne versucht was anderes. Er geht zur Akupunktur. Noch kein Mensch vor ihm hat dieses Gebiet je betreten. Und morgen habe ich meinen ersten Akupunkturtermin. Erstens mal schweineteuer. Und ich bin schon ein bisschen skeptisch gewesen. Ich sage es ganz ehrlich. Ich war da beim Beratungsgespräch und die machen erstmal Werbung mit, ja, im Prinzip auf diesem Flyer steht drauf, was sie alles behandeln. Sie behandeln einfach alles. Machen wir uns nichts vor, sie behandeln einfach alles. Du hast eingewachsenen Fingernagel, Akupunktur. Schnupfen, Akupunktur. Rückenprobleme, Akupunktur. Hotel ausgebucht für Sommerferien, Akupunktur. Die heilen alles und das, da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Das ist so, wie wenn man bei, weiß ich nicht, Lieferanten bestellt, die italienisch, mexikanisch, indisch und amerikanisch anbieten. Da weißt du gleich, ne. Irgendwas stimmt nicht. Und so ist es auch bei dem Akupunkturtypen gewesen. Ich war dann, wie gesagt, beim Vorstellungsgespräch. Und dann fragt er so, ja, was können wir denn für Sie tun? Und da ich ja so leicht hypochondrisch veranlagt bin und mich wirklich fühle, als ob ich im Körper einer 85-jährigen Frau stecke, wusste ich gar nicht, ob ich wirklich alles auspacken soll, was ich an Wehwehchen habe. Oder erstmal nur die wichtigsten. Weil es ist ja so, wenn du beim Arzt sagst, was du hast, der hat Konzentration für eine Sache. Wenn du sagst zum Beispiel, ja, ich habe Rückenschmerzen, gebrochenen Fuß, Lungenentzündung und weiß ich nicht, Haarausfall, dann nimmt er einer Sache nimmt er sich an und die anderen fallen irgendwie hinten rüber. So. Und deshalb wollte ich dann auch nicht alles nennen und habe dann tatsächlich die zwei Dinge gesagt, die mich am meisten nerven. Und das ist zum einen mein fast chronischer Schnupfen. Wie ihr vielleicht habt es ja mal mitbekommen, dass ich häufiger Schnupfen habe. Und zum anderen meine Rückenprobleme. So, und jetzt gibt es ja nicht wirklich einen Zusammenhang zwischen Schnupfen und Rückenschmerzen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dass er irgendwie sagt, ja, also für den Schnupfen, da können wir hier so und so machen. Für den Rücken sollten sie besser zum Orthopäden gehen. Oder umgekehrt. Für den Rücken können wir hier zwei Nadeln ins Gesäß, aber für den Schnupfen gehen sie besser zum Ohrarzt. Nein! Wisst ihr, was er gesagt hat? Da sind sie genau richtig hier. Da können wir ihnen helfen. What? Da war ich so ein bisschen skeptisch. Eine Behandlungsmethode, mehr oder weniger, für Schnupfen und Rücken. Chat, wie finden wir das? Und ja, natürlich zahlt das nicht die Kasse, sondern das muss man privat zahlen. Und dann kostet da so eine Behandlung irgendwie, was weiß ich, Erstbehandlung, glaube ich, 100 Euro oder so um den Dreh. Und dann jede weitere Session kostet so 50, 60 Euro. So, und dann frage ich ja, wie oft reden wir denn da? So, ja, also mindestens ein, zwei Mal die Woche. Holy shit. Habe ich dann einmal in meinem Kopf durchgerechnet, weil das ist wahrscheinlich auch nicht mit einmal getan. Wenn es mit einmal getan wäre, dann würde es ja jeder machen. Habe ich erstmal auf mein Crypto-Coins-Portfolio geguckt und festgestellt, schwierig. Und jetzt habe ich aber trotzdem morgen diesen Ersttermin
wo ich da unter die Nadeln gelegt werde. Ja, bin selber gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche berichten, ob das geholfen hat oder nicht. Es ist irgendwie, man kriegt dann auch noch irgendwie so eine Kräutermischung. Und also da war ich auch schon wieder, als ich gesagt, hat er dann so gesagt, ja, wir stellen dann so eine spezielle Kräutermischung zusammen und wir gehen auch die Ernährung an. Und da ist es auch immer so ein Thema, was ich eigentlich nicht hören will, wenn es um die Ernährung geht. Weil Ernährung, das ist so ein Thema, es ist immer das Thema, es ist genauso wie Stress. Wenn dir einer fragt, ja, hast du irgendwas, das war vermutlich Stress, es ist immer Stress, jeder hat Stress. Es ist immer irgendwas, was du auf den Stress schieben kannst oder auf die Ernährung. Ernährung umstellen ist, also wenn ich wirklich regelmäßig Sport machen soll und die Ernährung umstellen soll, ey, das ist, ich weiß nicht, ob sich das mit meinem Leben vereinbaren lässt. Das ist wirklich, das sind zu große Schalter, die man da betätigen muss. Ich bin da echt noch ein bisschen am Rätseln. Vor allen Dingen, ich meine, Ernährung umstellen, let's face it, das ist ja dann nicht, ach Herr Gade, wir haben mal festgestellt, wir haben uns mal angeguckt, wie sie sich so ernähren, sie sollten mehr Cheeseburger essen. Vielleicht ab und zu mal zu KFC und haben Sie mal drüber nachgedacht, jeden Abend so 1 bis 5 Snickers. Wir haben festgestellt, das würde Ihnen helfen. Das sagt ja keiner. Sondern es läuft ja vermutlich eher in die andere Richtung. Wir nehmen dir den Spaß am Leben. Das ist im Prinzip das, was im Klammern dahinter steht, wenn es um Ernährung geht. Naja, also ich lasse es mal auf mich zukommen. Aber das war ja nur der Akupunkturtyp. Ich war ja dann gestern bei der neu eröffneten Arztpraxis unter unserem Kinderarzt. Und das ist ja schon geil, weil ich Orthopäde ist so eine Sache. Falls ihr schon mal einen Termin gemacht habt beim Orthopäden, zumindest hier in Hamburg, die sind sowas von voll. Ich war bei 2 verschiedenen Orthopäden und die haben eine Aufmerksamkeitsspanne. Das ist einfach nur krass. Also da gehst du hin und sagst, ja, pass auf, da ist eine offene Wunde. Irgendwie klafft dein Knie und es blutet raus und sagst, ja, Herr Doktor, ich habe eine offene Wunde. Und dann verschreiben die dir irgendwie Ibuprofen und sagen, ja, das wächst schon wieder zusammen und schicken dich wieder raus. Also du wirst da nicht so richtig so. Und jetzt war ich dann in dieser Praxis und die waren so freundlich, weil die nämlich neu ist. Die müssen sich erst einen Kundenstamm aufbauen, ja. Und dann frage ich so, ja, normalerweise beim Orthopäden, ja, ich bräuchte mal einen Termin, habe ich so, Und dann so, ja, haben wir so 2019, 2020 so in der Richtung irgendwann, wenn die Eintracht Champions League spielt, dann können wir vielleicht mal gucken. Und dann gehst du einmal hin, dann sagt er so, ja. Etienne, ja? Wir müssen Werbung machen und du musst dein Auto woanders parken. Wo habe ich denn mein Auto geparkt? Vor der Einfahrt. Ach, ja, aber ich kann jetzt nicht mein Auto anders parken, das muss einer von euch machen. Okay, machen wir, aber mach erstmal Werbung denn. Ja, okay, wir machen Werbung. Ich muss mein Auto anders parken. Ja, es war aber kein Parkplatz frei. Wisst ihr warum? Weil Nils mit seinem beschissenen eBay-Auto, was noch keiner gekauft hat oder abgeholt hat, seit Wochen einen Parkplatz blockiert. Und ich bin wieder der Leidtragende. Sind wir alle? Ja. So, wir machen kurz Werbung. Bis gleich. Hey! Jedenfalls, was ist da los mit dem Roten Baron? Ganz ehrlich, wir haben hier eh schon akuten Parkplatzmangel. Und mittlerweile ist ja eigentlich der Edeka-Parkplatz unser offizieller Parkplatz. Und selbst da habe ich keinen Parkplatz gekriegt. Und ich musste ja schnell hier zu Moin Moin. Da konnte ich nicht noch 3 Runden drehen. Und da habe ich mich mal hier vorne und dann kommt gleich der Vermieter. Es ist echt in anderen Ländern, ne? In anderen Ländern, da gäbe es gar keine Parkplätze. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben, bevor ich hier wüst aus meiner Geschichte rausgerissen wurde? Genau, beim Orthopäden. Ich bin sowas von gespannt. Ich bin sowas von gespannt, wie das wird. Ich war noch nie bei einer Arzteröffnung sozusagen dabei. Noch nie einer der ersten 20. So, das ist wahrscheinlich, werde ich behandelt wie ein Privatpatient. Der muss super nice zu mir sein, damit ich nicht direkt auf Yameda gehe und sage, nee, sorry, so läuft das nicht. Ich krieg wahrscheinlich das Premium-Treatment. Ich bin so gespannt, was passieren wird. MRT, CT, Röntgen, all die geilen Sachen.
Ich freue mich schon richtig drauf. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Heute habe ich den Termin. Ich werde euch natürlich dann berichten, was bei rumkam. Vermutlich wird er sagen, oh mein Gott, sie müssen ihre Ernährung umstellen und Sport machen. Aber was weiß der schon von der Bandscheibe? Diese neue Kaffeemaschine, ich muss sagen. Not bad, not bad. Also, heute Orthopäde, morgen Akupunktur. Ihr seht, das Alter. Es ist ja auch so eine Sache, ich weiß, ich sitze hier oft und rede über körperliche Probleme, aber wisst ihr, ich war auch mal wie ihr. Nicht ganz vielleicht, ja? Nicht ganz. Aber also alterstechnisch war ich mal so. Und das geht dann schneller, als man denkt. Irgendwann, das ist nicht so, das kommt nicht so von heute auf morgen, sondern es ist eher so ein schleichender Prozess, dass du merkst, so, früher konnte ich noch das und das machen und habe das am nächsten Tag nicht gespürt. Und das fängt dann so langsam an. Und jetzt merkst du halt so, die ganzen Sachen, die du dein ganzes Leben lang ignoriert hast, irgendwann kommen die und du denkst dir immer so, hey, was geht denn? Ich bin doch noch mega jung, ey, YOLO, was geht? Alter, lass mal Party machen, lass mal einen Club. Und es klappt alles nicht mehr. Es ist alles so unglaublich anstrengend geworden. Soll ich euch was Lustiges erzählen? True Story. Mein zweites Kind ist jetzt 5 Wochen alt. Ich bin neulich draufgetreten. Das Ende der Geschichte. Es war keine Absicht allerdings. Bitte ruf nicht das Jugendamt an. Und es zeigt einfach nur, wie verpeilt ich bin. Weil ich bin mittlerweile so alt und verpeilt, dass ich manchmal Sachen nicht mehr checke, die vor meinen Augen passieren. Und zwar ist Folgendes passiert. Meine Frau stand vor mir mit dem Baby und hat so auf dem Boden vor mir hat sie so ein ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf. Komm, echt. Die nehmen mir das Kind weg. Und dann hat die so ein Nest auf dem Boden gebaut. Mit so einem so ein Stillkissen. Das sind so Riesenkissen. Und so ein richtig kuscheliges Nest. Und hat den Kleinen da so dann reingelegt. Der lag dann so quasi zwischen uns. Und just in dem Moment kriege ich per WhatsApp ein lustiges Foto. Und ich so, oh, das muss ich dir zeigen, Schatz. Und will es ihr so zeigen. Und gehe so einen Schritt nach vorne auf einmal. So. Das klingt lustiger, als es war. Aber das Lustige ist dann, und da habe ich gemerkt, ich bin ein schwieriger Typ, glaube ich. Weil ich habe dann meine Frau angeschnauzt und habe gesagt, wieso legst du denn das Baby auf den Boden? Und sie hat dann gemeint, das hast du doch gesehen. Und ich habe original gesagt, nein. Ich stand 1 Meter vor ihr, als sie es gemacht hat. Aber tatsächlich habe ich es in dem Moment nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, das ist was Tiefenpsychologisches. Ich glaube, ich habe das neue Kind noch nicht akzeptiert. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich habe es noch nicht, er muss sich erst beweisen. Er hat das auf jeden Fall gut überstanden. So 2, 3 Rippenbrüche, die heilen auch schnell. Ne? Das darf man nicht vergessen. Die haben ja dadurch, dass die noch auch gestillt werden, haben die ja Immunkräfte. Das ist ja wie die Cheerleaderin von Heroes. Ne? Die heilen einfach auch unheimlich schnell. So, ja. Insofern ist das alles dann noch glimpflich verlaufen. Aber es zeigt, wie verpeilt ich bin, dass ich nicht mal mehr raffe, dass das Kind vor mir auf dem Boden liegt, während es vor mich auf den Boden gelegt wird. Ich sag's euch, Leute, ich werde dieses Jahr 40. Gebt euch das mal. Ich bin doppelt so alt wie beide Lochis zusammen. Ach Mann. Ja, dieses Jahr steht wieder viel an hier. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Wir hatten ein 3-jähriges. Also Rocket Beans TV hatte 3-jährigen Geburtstag. Eine Wahnsinnsgala. Es war der absolute Hammer, was das Team hier wieder auf die Beine gestellt hat. Ich war wirklich gerührt, muss ich sagen. Es ist einfach die tollste Truppe, mit der man zusammenarbeiten kann. Das sind die tollsten Menschen hier. Und ich muss das hier auch an der Stelle noch mal sagen. Es ist, ist auch egal, ich will gar nicht einzelne Leute herausheben. Es ist einfach kollektiv, egal worum es geht, egal was man macht und welche Sendung oder so. Man
kann sich wirklich fallen lassen. Also man kann sich wirklich darauf verlassen, dass hier Leute gute Arbeit machen und einfach auch nicht nur gute Arbeit machen, sondern einfach immer noch was oben drauf legen und es einfach toll ist. Und es ist einfach toll. Es sind die besten Kollegen, es ist die beste Mannschaft, die ich je in meinem Berufsleben in fast 20 Jahren erleben durfte. Und es war so toll, dieser dreijährige Bus. Ich weiß nicht, ob das auch für euch Zuschauer so toll war, aber dabei zu sein und dann auch vor Live-Publikum und so, es war einfach toll. Es hat mir wirklich gute Laune gemacht. Die hat bestimmt 2-3 Tage angehalten. Wirklich, ich hatte wirklich 2-3 Tage am Stück gute Laune deswegen. Und auch alles, was da so angekündigt wurde und so, das hat sich angefühlt wie so eine E3-Pressekonferenz, ne? So wie so ein, Most awesome graphics. Something has never been done before. This is such a great gameplay mechanic. If you play this game, you will be blown away by the sheer power of blah. Now, we asked our fans, and this is what we made. We made it for you, the players. We made it for you, the gamers. This is the most awesome technique out there. It's the most advanced technology. It's so awesome. It's so great. Oh, game. Our game is so great. It's so awesome. Is it great? So great. Apropos, Leute, morgen, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt drüber zu reden, weil ich weiß gar nicht, wie hier die Sachlage ist, so, aber fuck it, ich sag's einfach, wie es ist. Wir haben morgen Abend, ich glaube um 20 Uhr, 20.30 Uhr, weiß nicht genau, ist unser großes Monster Hunter Launch Event. Und natürlich arbeiten wir da mit Capcom zusammen. Wir haben ja auch im Almost Daily drüber geredet. Und das ist jetzt wieder mal so ein Fall, ne? Dass wir mit Capcom zusammenarbeiten, aber gleichzeitig ist dieses Spiel nun mal auch eins meiner Lieblingsspiele. Das ist eigentlich geil. Eigentlich ist es geil, weil man muss sich nicht verbiegen, sondern man muss nicht irgendwie sagen, oh, hey, Autobahnraser, Leute, wow, weil die hier irgendwie Millionen reinpumpen oder so, sondern man kann wirklich sagen, das ist eine Partnerschaft, die auch stattgefunden hat, weil wir halt auch in der Vergangenheit immer viel zu Monster Hunter gemacht haben. Ich erinnere da an diese Tutorial-Videos, die ich mit Trant gemacht habe, das war, glaube ich, noch zu Game One-Zeiten. Und deshalb ist es einfach eine geile Koop. So, da freue ich mich einfach drauf. Ich freue mich tierisch morgen auf dieses Event. Und ich habe jetzt die Version schon seit einer Woche und fuck, Alter. Ich liebe es. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat auch nichts jetzt mit Werbung oder sonst irgendwas zu tun. Dieser Part hier ist nicht gesponsert oder so. Das ist einfach Eddies private, unabhängige Meinung. Ich fucking liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe schon immer Monster Hunter geliebt, aber Monster Hunter World ist der fucking Shit. Man muss dazu sagen, Monster Hunter hat immer das Problem gehabt und alle Monster Hunter Fans kennen das. Es gab's immer nur auf komischen Konsolen, zumindest in westlichen Ländern. In Japan war das nochmal was anderes. Irgendwie immer entweder auf der Wii oder auf der Wii U oder auf dem 3DS. Und es war immer irgendwie nervig. Es war zwar geil, weil das Spiel einfach geil ist, aber man hat sich immer gedacht, so Mann, ey, einmal Monster Hunter für eine der Hauptkonsolen, nenne ich es jetzt mal, für Xbox One oder PlayStation 4 oder damals PlayStation 3 und Xbox 360. Das wär's doch, so mit all den Features, die man sich so vorstellen kann, mit richtig geiler Grafik und so, nicht so immer auf dem kleinen Bildschirm, wo dir die Daumen abbrechen. Ich meine, ey, überhaupt, 3DS zocken. Ich meine, ich liebe den 3DS, ja, aber ganz ehrlich, manche Leute haben halt Hände, die irgendwie über Säuglingsgröße sind. Wie soll das funktionieren? Du kannst, nach einer halben Stunde fallen mir die Daumen ab. Die bröseln einfach so ab, so brrr, und es macht einfach dann nicht so viel Spaß. Ich habe mir sogar damals ein 3DS XXL gekauft. Extra nur für Monster Hunter, damit ich den kleinen rechten Stick oben habe, mit dem ich die Kamera nachjustieren kann. Mhm. So. Und jetzt kommt Monster Hunter World raus. Und natürlich hat man so als Hardcore-Fan dann immer auch so ein bisschen Bedenken, so, hoffentlich haben sie es jetzt nicht zu weich gespült für die große Masse, für den Mainstream. Weil man muss natürlich sagen, dass Monster Hunter ein bisschen sperrig ist am Anfang, ja. Monster Hunter ist nicht das einsteigerfreundlichste Spiel. Es hat durchaus auch Parallelen zu Dark Souls. Ist zwar eigentlich ein komplett anderes Spiel, aber es gibt
es gibt Ähnlichkeiten. Es gibt Ähnlichkeiten, was die Sperrigkeit angeht, was auch, Schwierigkeitsgrad würde ich es nicht unbedingt nennen, aber einfach so den Zugang und das Kampfsystem. Es ist kein God of War. Es ist nichts, wo du ähnlich wie bei Dark Souls einfach button-mashend durchkrawemsen kannst und dann kommt die nächste Katze hin und du button-mashst dich durch und es kommt weiter und so. Nichts gegen God of War, aber es ist ein ganz anderes Spielprinzip. Der Weg ist das Ziel bei Monster Hunter. Es ist im Prinzip, wenn man so will, Bosskampf nach Bosskampf nach Bosskampf. Jedes Tier, gegen das man kämpft, ist eine große Herausforderung. Man kann auch nicht aufleveln, du steigst nicht auf wie in einem Rollenspiel, sondern wie im echten Leben als Monster Hunter kannst du nur besser werden, wenn deine Ausrüstung besser wird. Ja? Und die Erfahrung, die du eben im Kampf sammelst. Also die Real, im Prinzip das Real-Life-Level-Up. Wenn du 10-mal gegen einen Barot gekämpft hast, dann weißt du eben, wie er sich verhält. Und dann bist du besser. Das ist noch geiler als Erfahrungspunkte im Spiel, weil es sind echte Erfahrungspunkte. Du bist quasi in echt im Monster Hunter-Level aufgestiegen. Aber es ist eben ein bisschen sperrig. So, und da war eben die Erwartungshaltung am Anfang, oder nicht die Erwartungshaltung, aber die Befürchtung war, dass es vielleicht das, was eben Monster Hunter so geil macht, das ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses hard to learn, hard to master, dass das zu sehr aufgedröselt wird, um jetzt die große Masse zu erreichen. Und da kann ich sagen, das ist nicht passiert. Im Gegenteil, ich muss sagen, Capcom ist es gelungen, wirklich das Spiel, die Reihe gibt es seit fast 15 Jahren, ja, zu perfektionieren. Das ist, glaube ich, ein Team, manchmal wird es, glaube ich, outgesourced, aber generell dieses Monster Hunter Team von Capcom in-house feilt an diesem Spielprinzip mehr oder weniger seit 15 Jahren. Jetzt stellt euch vor, weiß ich nicht, die Destiny-Fans da draußen, Bungie würde seit 15 Jahren Destiny-Spiele rausbringen und haben jetzt ihr Destiny-Meisterstück abgeliefert. So ungefähr müsst ihr euch vorstellen. Da greift ein Zahnrad ins andere. Und es ist tatsächlich ein bisschen einsteigerfreundlicher. Es gibt ein bisschen mehr, also wenn man Singleplayer spielt, ein bisschen mehr Story, ein paar Cutscenes und so. Aber alles im grünen Bereich ist jetzt nicht so japanische Schulmädchen-Style oder so, sondern ist alles im grünen Bereich immer noch kernige, kräftig ausgestattete Jäger, die gegen große Monster kämpfen, aber es ist ein bisschen einsteigerfreundlicher. Und was halt passiert ist, ich sag mal so, bei Monster Hunter 3 oder so, da war es so, dass du am Anfang erstmal, weiß ich nicht, 5 Stunden Pilze sammeln musstest, bis es dann endlich mal irgendwie einigermaßen spannende Missionen gibt. Jetzt bei Monster Hunter World geht es dann schon relativ schnell zur Sache. Und wir werden dann natürlich morgen in aller Ausführlichkeit eingehen. Ich werde ein bisschen was zu erklären. Ich glaube, Budi, Nils sind noch dabei, Ilias, ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist. Die sind jetzt alle noch nicht so die Experten. Das ist kein Problem. Ich habe innerhalb einer Woche, habe ich, glaube ich, schon fast 40 Stunden gesammelt. Jägerrang 10, kein Problem. Und werde die da ein bisschen ranführen. Aber wenn man erstmal sich an Monster Hunter gewöhnt hat, wenn man das irgendwie so ein bisschen gezockt hat und gecheckt hat und wie das funktioniert, dann ist es vielleicht trotzdem nicht jedermanns Sache. Ja, es kann sein, dass es einfach vom Spielprinzip her dich einfach nicht so bockt. Aber wenn du erstmal dahinter kommst, was daran so geil ist, dass du wirklich diese Monster studieren musst, dass du sie verstehen musst. Es gibt keinen Energiebalken bei Monster, sondern du musst eben anhand dessen Verhaltens checken, wie nah es dem Tod ist oder auch nicht. Läuft Sabba raus? Ist er wütend? Humpelt er? Zieht er sich zurück? Solche Sachen. Das musst du alles lesen können, ja. Und du kommst in so einen Jäger- und Sammlertrieb, weil jedes gelegte Monster bringt dir wieder Ressourcen. Mit diesen Ressourcen kannst du dann wieder neue Ausrüstungsteile bauen. Das heißt, du wirst wieder ein bisschen stärker und du kommst in so einen Jäger- und Sammlerloop. Die Welten sind so fantastisch. Also ich schwärme davon. Und heute war die M-Games bei mir im Briefkasten mit dem Monster Hunter-Test. Und ich habe schon vorher gesagt, wehe, wenn das kein 90er ist. Wehe, wenn das kein 90er-Titel ist. Ich hätte sofort einen Leserbrief geschrieben, oldschool. So, hier ist der Monster Hunter World Test in der Maniac. Ja, so, ne? Klicken wir mal aufs Testergebnis und dann sehen wir Spielspaß 90. Hallo! Und wer die M-Games kennt, der weiß, 90 ist dann doch nicht so leicht zu kriegen. Und ich hätte sogar noch 1-2%, glaube ich, draufgelegt. Weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass man noch ein besseres Monster Hunter machen kann. Es ist wirklich nahezu perfekt.
Klar, grafisch, es gibt Leute, die sagen, ja, aber hier und da droppt mal die Framerate oder da poppt mal irgendwas auf. Ey, ganz ehrlich, Leute, das können nur Leute sagen, die nicht wie ich irgendwie jahrelang irgendwie auf der Wii oder auf dem 3DS gezockt haben. Wenn du Monster Hunter auf dem Gameboy gezockt hast und siehst jetzt auf der PlayStation 4, alter Schwede, läuft dir der Speichel durch die Nase, sowas, ja? Das sieht einfach mega geil aus. Und da ist halt vielleicht mal, wisst ihr, was da abgeht, wenn da plötzlich so ein Ratian kommt und gegen einen Anjanat kämpft? Zwei Riesenmonster, die gegeneinander kämpfen und du stehst einfach nur da und als Jäger und guckst dir einfach nur dieses Naturspektakel an. Es ist so. Also, da freue ich mich drauf. Morgen das große Monster Hunter Launch Event, da werden wir spielen. Dann werde ich meinen privat erspielten Charakter natürlich dann spielen und den anderen Jünglingen mal ein bisschen zeigen, wie es funktioniert. Ja, damit habe ich meine Zeit verbracht zwischen den Jahren. Nee, das stimmt überhaupt nicht, in der letzten Woche. Dann war ein großes Thema Krypto, Cryptocurrencies. Heikles Thema. Ist ja mittlerweile, der Krypto-Virus ist ja in aller Munde. Jeder macht es, jeder handelt mit Coins. Hier die halbe Firma war schon reich und ist jetzt pleite. Ein sehr spannendes Thema. Und ich will eigentlich auch gar nicht so viel darüber reden, weil es ist immer so ein schmaler Grat zwischen, man muss ja aufpassen, dass man nicht irgendwas empfiehlt und dann irgendwelche Leute da mit in die Scheiße zieht, sage ich mal. Aber ich habe da tatsächlich, man muss ja dazu sagen, mit Simon haben wir ja jemanden, der quasi ein Jünger Bitcoins ist, der seit Jahren schon sich für dieses Thema interessiert und seit Jahren darüber redet. Und hätten wir mal vor 4 Jahren oder so, als er gesagt hat, kauf mal Bitcoin. Simon Original hat uns mal vor 4 Jahren, glaube ich, war das oder so, hat er Booty, Nils und mir irgendwie Bitcoins geschenkt. Weil er uns eben anfixen wollte für das Thema. Und da hat er irgendwie mal eine Mail geschickt und irgendwie so nach dem Motto, ja, hier sind 0,5 Bitcoins oder so. Einfach so aus Gag. Ja, waren dann damals irgendwie 50 Euro oder so. Keine Ahnung. Hier ein kleiner Gag, ein halber Bitcoin. Und du hast die Mail damals gekriegt und hast so gedacht, so, oh Gott, was soll ich mit diesem Scheiß hier? Was, Spam! So, und heute liest man, 50 Cent hat eines seiner Alben, hat er, weiß ich nicht, es kam irgendwie 2014 raus oder so, hat er, damals konnte man das Album oder irgendwie, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, mit Bitcoins kaufen. Und 50 Cent ist jetzt, nachdem er Musikmillionär und Vitamin Water Millionär ist, ist er jetzt auch noch Bitcoin-Millionär. Weil da eben doch dann einige Bitcoins zusammenkamen. Diese E-Mails mit dem halben Bitcoin von Simon haben wir natürlich alle nicht mehr. Wusstet ihr, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als wir die allererste Seite Rocket Beans TV an den Start gebracht haben, das war ja auch ungefähr genau zu dem Zeitpunkt, als Simon auch so mega in diesem Bitcoin-Fieber war. Und da hatten wir eine Bitcoin-Spendenadresse auch bei unserer Support-Seite. So, und jetzt ratet mal, wer nicht mehr den Zugang zu der Wallet hat. Diese Firma! Wir wissen es nicht, wie viel Bitcoins wir damals gespendet bekommen haben. Und es ist vielleicht auch besser so, weil wir nicht mehr darauf zugreifen können. Und damit ist auch schon ein Wort der Warnung ausgesprochen. Das Thema ist heikel. Ich sag mal so, ich bin wirklich jemand, der von dieser Blockchain-Technologie überzeugt ist und glaube schon an die Zukunft der Blockchain, die ja letztendlich hinter dem Ganzen steckt. Allerdings ist dieser Markt natürlich hochspekulativ und volatil und hat viel mit Glücksspiel zu tun. Es ist einfach so, was schon alleine der Bitcoin selber zeigt. Weil der Bitcoin, letztendlich die Technik oder die Technologie, die hinter dem Bitcoin steckt, ist veraltet. Denn Bitcoin gibt es seit fast 10 Jahren. Da hat sich natürlich viel getan. Es gibt mittlerweile viel bessere Coins, viel bessere Blockchains als die Bitcoin-Technologie. Trotzdem ist der Bitcoin mit weitem Abstand der teuerste Coin da draußen, ja. Und das spricht ja schon dafür, dass nicht unbedingt die beste Technik gewinnt. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Beats von Dr. Dre, ja. Beats by Dre. Ist übrigens ein genialer Produktname. Ich hätte auch gern ein Produkt, was by Ede. Rocket Beans by Ede. Das ist, oh.
Egal, anderes Thema. Beats by Dre. Sind es die besten Kopfhörer, die es gibt da draußen? Nein! Aber sehen sie nun mal fucking geil aus, wenn Mario Götze sie auf dem Kopf hat, wenn er aus dem Bus steigt? Nein! Aber sie sind der fucking Marktführer! Sie sind der fucking Marktführer. Was ich damit sagen will, ist, dass nicht der beste Coin gewinnt, sondern viele andere Faktoren eine Rolle spielen, warum ein Coin im Wert steigt oder auch fällt. Und das lässt sich nur bedingt durch Wissen oder durch Recherche herausfinden. Natürlich kann man bei vielen Coins auch feststellen, weiß ich nicht, der kooperiert morgen mit Alibaba. Könnte sein, dass der ein paar Prozent hochgeht. Solche Sachen gibt es natürlich. Kann aber auch sein, dass es nach hinten losgeht und eben nicht so passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Krypto-Geschäft ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Man kann ganz schön auf die Fresse fallen, wenn man da einsteigen will. Wenn ihr sagt, ich will auch irgendwie in Bitcoins oder in irgendwelche Altcoins investieren, dann nur mit Geld, dass, wenn es weg ist, also komplett weg ist, wenn ihr in einen Coin investiert und der geht auf Null und das Geld ist weg, arrivederci, auf Nimmerwiedersehen. Und dann könnt ihr trotzdem noch monatlich 5 Euro für Rocket Beans locker machen. Dann sage ich, okay, mit dieser Summe könnt ihr das machen. Aber nichts Existenzielles, nicht alles auf eine Farbe setzen. Nicht sagen, ach komm, fuck it, das ist jetzt hier mein, was weiß ich, meine Hypothek oder sonst irgendwas und alles da rein. Und dann ist es weg und ja, tatsächlich habe ich mich in dieses Thema dann in den letzten, na, ich sag mal, es ist jetzt auch schon fast 6 Monate her, reingelesen und bin da echt völlig durchgedreht. Jetzt habe ich es langsam wieder runtergeschraubt und lasse jetzt erstmal die Finger vor. Ich habe wirklich so ein bisschen Daytrading gemacht, also dass du dann sagst, oh, hier, der Coin fällt gerade, den kaufe ich jetzt und der steigt gerade und den verkaufe ich jetzt. Und das hat mich so gestresst, wirklich. Ich saß da, das ist kein Scheiß, ich saß im fucking Kreissaal, als mein Sohn geboren wurde und habe die Statistiken gecheckt. Schatz, brauchst du meine Hilfe? Okay, ganz kurz, ganz kurz. Och nein, Tron ist schon wieder runter. Was geht mit Tron? Herr Gade, Ihr Kind ist da. Moment, einen Moment, ich muss kurz verkaufen. 300 Red Puls. Also es war wirklich, es ist nicht übertrieben. Ihr könnt meine Frau fragen. Es ist, ne, könnt ihr nicht. Lass die Finger von meiner Frau. Es ist wirklich, es macht auch ein bisschen süchtig und es ist riskant. Ist ein riskantes Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn, HODL. Womit habe ich noch meine Zeit verbracht zwischen den Jahren? Ich war Silvester feiern bei Pogos. Das war so richtig schöne, da wurden im Prinzip nur Leute eingeladen, die Kinder haben. Und das war cool. Um 23 Uhr hat mein Sohn sich in die Hosen gepisst und dann sind wir gegangen. Das war cool. Was war noch? Ist auch so eine Sache, Kinder, ne? Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit von Kindern erzählen, so, aber also, ich will nicht sagen, dass sie komplett dumm sind, aber oft fehlt noch, es fehlen so ein paar Prozentpunkte, um zu sagen, dass sie nicht dumm sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist so, man kann das ja so richtig sehen. Der Mensch ist ja schon ein komisches Wesen. Ich meine, die Babys, die kommen auf die Welt und die können nichts. Die können noch weniger als ein fucking Küken. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Tierspezies gibt, die weniger kann, wenn sie geboren wird, als der Mensch. Ein Baby würde nicht einen Tag überleben ohne Hilfe. Ich weiß, es gibt, glaube ich, selbst ein Hundewelpen kann mehr rein instinktiv als ein Menschenbaby. Und mein Sohn, der mittlerweile fast 5 ist, gibt mir die Information, dass er auf die Toilette muss, während er auf die Toilette geht. Also glaubt, dass er auf die Toilette geht. Das ist einfach nicht smart.
Ich finde, es ist einfach nicht smart, zu sagen, Papa, ich muss mal auf die Toilette. Psst. Das ist... Ja, exakt. Das ist einfach nicht smart. Das macht einfach keinen Sinn. Du musst mir... Das ist wie, wenn du Lag hast beim Zocken. Ja? Das ist einfach... Die Information kommt an, wenn es zu spät ist. Und ich habe vielleicht hat mein Sohn einfach einen schlechten Ping oder so. Ja, vielleicht ist es irgendwie, es in seinem Kopf sagt er es irgendwie so, oh, ich muss aufs Klo. Und dann geht es, sein Gehirn ist aber irgendwie ein 14-4er-Modem. Papa, ich muss aufs Klo. Vielleicht ist es so irgendwie. So kann man es vielleicht, glaube ich, ganz gut erklären. Kinder haben Modems. Und es dauert, bis sie auf DSL-Niveau kommen. Und dann ist es auch meistens ein bisschen shitty DSL. Ich sag mal so, bis, ich will jetzt hier auch nicht irgendwelchen Mitarbeitern zu nahe treten, deshalb sage ich mal 20, ja? Aber ich meine eigentlich 35. Ab einem gewissen Alter kann man sagen, okay, du hast jetzt eine, du hast eine Standleitung 100 Mbit. Du kannst einfach mehr Informationen schneller verarbeiten, weitergeben und so weiter. Bis dahin ist es alles, ich sag mal, wenn du 19 bist, ich will niemandem zu nahe treten, ich war auch mal 19, deshalb weiß ich es auch, weil ich den Vergleich habe. Ihr habt den Vergleich noch nicht. Ja, wenn du 19 bist, dann denkst du natürlich, was, Alter? Ich habe auch 100 Mbit. Nein, Mann, du hast ISDN. Verstehst du? Du hast noch ISDN. Du wirst irgendwann mal mit ein bisschen Glück upgraden auf vielleicht 6 Mbit, 100 Mbit, je nachdem. Aber noch hast du ISDN. Und das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so ein Prozess. Und das so selber zu beobachten, jetzt so, ich habe ja jetzt zwei Stufen. Ich habe einmal das 14-4er-Modem und dann habe ich, weiß ich nicht, was das sein soll, was das, der kleinste ist noch nicht mal BTX, das ist ein Taschenrechner, at best. Oder aber so ein Alter, der nicht viel kann. Ja? Und das ist echt faszinierend zu sehen, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Wie die immer mehr können. Oder auch nicht. Aber man kriegt ja auch sehr viel zurück. Ja? Also allein an Kindergeld heutzutage. Kriegt man ja, also lohnt sich ja. Es lohnt sich ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, man muss auch seinen Pflichten nachkommen hier als Bürger. Die Geburtenrate geht zurück. Und ja, klar, ich weiß, ihr wollt erstmal eine Weltreise machen. Erstmal sehen, was die Welt so zu bieten hat. Es gibt so viele Orte, an denen ich noch nicht war, so viele Kulturen zu entdecken. Ich kann jetzt noch keine Kinder kriegen. Außerdem, erstmal will ich ein bisschen studieren. Und dann will ich ja auch mal ein bisschen Spaß haben. So viel Verantwortung, die man dann hat. Und, oh nein, 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 nein. Ich weiß. Aber Leute, glaubt mir, das Leben geht weiter. Und es ist eigentlich auch ganz geil. Es ist ganz geil. Ich sage, Kinder sollten Kinder kriegen. Also nicht Kinder sollten Kinder kriegen, aber ich sag mal so, mit 18 solltet ihr Kinder kriegen. Das war früher besser. Früher, da unsere Eltern oder Großeltern, die haben mit 18, 19, da haben die Kinder gekriegt. So, hast du auch mehr von. Überleg mal, die sind aus dem Haus. Weiß ich nicht. Wann sind die heute aus dem Haus? Mit 14? 15? Wann geht man auf Weltreise und bricht die Schule ab? Ist das so mit 15? Wenn man sich sagt, ich habe genug von Drogen und Bumsen, ich will jetzt die Welt sehen. Wann ist das? 14, 15, 16? So in dem Alter? So, 16 Jahre hast du den Rotzlöffel zu Hause. Wenn du mit 40 dein erstes Kind kriegst, dann bist du 56, wenn der Lütt aus dem Haus ist. Ja. Mit 56. Während wenn du mit 18 das Kind kriegst, oder noch besser, mit 2, wenn du mit 2 Jahren das Kind kriegst, dann bist du 18, wenn es aus dem Haus ist. Machst gerade einen Führerschein, bam, West Coast Cruisen und das Kind ist schon raus. Ja? Also, es kann gar nicht früh genug passieren. Das ist mein Rat an alle jungen Menschen da draußen. Vermehret euch, kriegt Kinder, ihr tut Gutes für euch. Ihr müsst langfristig denken. Das ist wie bei Monster Hunter. Du kannst nicht gleich das erstbeste Schwert bauen. Sammel die Ressourcen und bau das drittbeste Schwert. So musst du es sehen. Du musst langfristig denken. Das Leben ist eine Wirtschaftssimulation. Jetzt früh Kinder kriegen, früh Kinder loswerden und dann
wenn ihr vielleicht schon im Berufsleben seid, ein bisschen Kohle habt, ein bisschen Ahnung habt, eine 100-Mbit-Leitung im Hirn, dann könnt ihr das Leben richtig sehen. Es macht viel mehr Sinn, als das, wie es jetzt passiert. Mit 20 eine Weltreise, mit 25 Soziologiestudium, mit 35 Berufsanfänger. Und dann, das Loft hat aber keinen Ventilator, ich wechsle und so ein Scheiß. Na, vielleicht werde ich doch Schauspieler. Ja, oder solche Sachen. Nein. Hört auf mich. Hab ich jemals Quatsch erzählt? Ich glaube nicht. In diesem Sinne, danke für dieses Moin Moin. Also, ich danke mir für dieses Moin Moin. Ich wollte euch danke fürs Zusehen sagen. Das Wetter ist mittelmäßig. Es ist Mitte Januar. Wir haben 24 Grad hier in Hamburg. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen guten Tag in den Start. Haut rein. Tschüss.